Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bullet Heaven 2. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Es ist ewig jetzt, seit ich das Spiel das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich habe voll derbe gefailt. Vorhin bei der Aufnahme mit Fraps. Ich hatte Fraps falsch eingestellt, nämlich auf Half Size anstatt auf Full Size. Was jetzt zur Folge hat, dass, ja, die zwei Parts über Red Soul Saver, also der Run, den ich aufgenommen habe, jetzt nicht ganz so toll aussieht. Ja, aber ich mache das Ganze hier nicht nochmal. Zumal der eine Part schon gerendert ist. 4 Stunden hat es gedauert. Das Rendern von 22 Minuten auf 60 FPS. Gut. Aber nun was anderes. Bullet Heaven. Hier sind wir anscheinend dran. F, das letzte Mal gefailed oder so. Ja, das Häschen ist schon richtig, aber bitte mit Tastatur. Handicaps sind alle aus, Cheats auch. Starten wir? Und failen wahrscheinlich? Ja, das habe ich wahrscheinlich schon mal vorgelesen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wow. Das war schon mal eine heftige erste Welle. Autsch. Kein Wunder, dass ich das jetzt mal gefehlt habe. Das war schon mal nicht so easy. Und ich muss doch erstmal da reinkommen in die ganze Sache hier. Wie gesagt, seit Monaten nicht mehr gespielt. Ich sollte vielleicht mal Bomben nutzen. Wäre vielleicht eine Idee. Wow. Du schießt zum Glück überhaupt nicht schnell oder so. Es wird nichts in den Durchgang. Ziemlich sicher, es sei denn, ich werde jetzt richtig krass snipen. Und versuchen wir das doch nochmal. Wow. Danke, dass du mal drauf gehst oder so. Ne. Das geht ganz schön schnell alles hier. Also die Bullets sind nicht so schnell in Erinnerung. Wow. Das ist echt ganz schön. Da, viel hier. Jetzt eigentlich nicht so super schwer, aber das ist ein bisschen verwirrend für die Augen. Das ist zum Glück überhaupt nicht jedes Mal überraschend oder so. Wow. Heftig, heftig, heftig. Ich meine, gut, es ist so ziemlich der letzte, zumindest letzte reguläre Boss. Wow.
Da komme ich wahrscheinlich nur mit der anderen Strategie weiter. Ja. Wenn überhaupt. Nein, ich wollte nicht neu starten. Menü. Machen wir noch das gute alte Dingens. Angriff euch nicht. Das hier vielleicht. Obwohl, Bomben kann ich eh nicht benutzen dann. Geschwindigkeit aber runter. Extra Herzen, Herzen gehen noch in den Stern und Gegnern. Stärke, Angriff, ja. Ja. Pazifist-Modus. Kein Todesbombe. Ist ein Multiplikator aber so niedrig. Was ist denn los? Kohlräumung, doch, Kohlräumung hätte ich schon gern. Hm. 80% der Punkte sollen mir mal reichen, denke ich. Mal schauen. Ob ich das denn on-screen schaffe. Hier. Ja, 2-Sterne-Rang reicht doch. Wie viele Sekunden muss ich überleben? Ah, da. Noch 20 Sekunden. So, 10 Sekunden noch. Und 3, 2, 1. Tschüss. So. Ja, und dass sie irgendwo safe spotten. Ich bezweifle das ja sehr. Dass man das kann. Aber gut. Jetzt, wo die Bullets deutlich langsamer sind, ist das auch schon wesentlich machbarer für mich. Ich nehme heute auch nicht allzu viel Bullet Heaven auf, wahrscheinlich nur wollte ich mal da ein oder zwei Parts machen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das ist fast nochmal dasselbe. Eigentlich. Na, ein sehr ähnliches Prinzip wie vorhin. Hier diesmal wird die Bewegungsfreiheit aber nicht ganz so sehr eingeschränkt wie vorhin. Was ich sehr nett finde. Boah, es ist ein bisschen verwirrend für die Augen. Und ein bisschen lang. So. Oh, da war 3 Sterne ran. Boah. Diese Form ist. Oh Gott, ist die zum Kotzen. Vor allem, dass sie mich hier jetzt mal überrascht, ne? Das ist schon zum dritten Mal. Vor allem, du hast die Dinge ja auch so von deinem Gesicht drin. Für 11 Sekunden noch, okay. Da kann ich sogar zumindest mal auf die Uhr schauen. Ich meine, schwer ist es ja nicht, es überrascht mich halt hier nur jedes Mal. Wer dann weiß, dass es kommt, das ist einfach. Ah ja, der Mist hier. So, und sowas bin ich absolut nicht gut. Zumal die Dinger relativ große Hitboxen zu haben scheinen.
Ich weiß gar nicht, droppt das viel Energie, während die Phasen timeoutet? Ich glaube fast nicht. Ne. Okay, erstes Leben weg. Das kommt wieder das hier. Das kann ja auswendig. Ich mag solche Formen überhaupt nicht. Nur mal so nebenbei. Das ist mir schon in der Zone nicht geheuer. Und wenn das Spiel dann noch laggt, ist gar nicht gut. Also Spiel bitte nicht laggen. Zwei, eins, null, gut. Uff. Da, was ist das denn? Wow. Das Spaß machen tut die Phase. Auch wenn sie nicht ganz so einfach ist. Ich bin froh, dass die Bullets nicht Originalgeschwindigkeit haben, sondern ja 20% langsamer sind. Wow, da hätte ich eigentlich getroffen werden müssen, aber okay. Welle 8. Uff, was ist denn das jetzt? Totaler Abfuck. Das hat irgendwie was von Junko. Ja, so etwas würde ich eher in Legacy of United Kingdom erwarten. Au, voll rein. Wie lange noch? Ja, da kam eine Wand. Da, und durch eine Wand komme ich nicht durch. Welle 9 waren die nicht vorhin schon bei Welle 9? Oh Gott, ist das eklig. Das ist widerlich. Und ich kann nicht bomben. Gott, ist die vom Scheiße. Oh Gott, ist die vom Scheiße. Boah. Neustart. Hm. Ich werde schon das ganze Video hier mit zumüllen. Mit dem einen Boss. Na, vielleicht schneide ich ein bisschen. Oder so. Oder ich mache gleich noch was anderes in dem Video. Ich meine, gut, ich habe mich ein-, zweimal dumm treffen lassen. Das darf mir nur nicht nochmal passieren. So. Wenn nicht, muss ich halt meinen. Da ja, muss ich noch mehr cheaten. Und die Bullets noch langsamer machen. Dann klappt das vielleicht auch eher, weil wow. Der letzte Boss ist, der hat's schon drauf. Das ist nicht, nicht einfach. Yep. Na komm. Sehr gut. Wie viele Wellen hat schon nochmal jeder Gegner? Ich hab's gerade nicht mehr in Erinnerung. Naja. Wow, lange Phase ist lang. Wie lang einem doch manchmal 30 Sekunden vorkommen. Hep. Ach ja. Wobei es geht. Der hat eine wirklich assige Form. Uff. So. Ah ja. Diesmal überrascht mich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Hopp.
Diesmal nicht. Zwar weiß ich, was kommt. Der Form ist zum Glück lächerlich einfach. Ja. Kein Grund, übermütig zu werden. Und ich bin total aus dem Rhythmus raus. Gut, dass die Form endet. Ah, genau hier. Na, das. Die Hitboxen von den Dingen sind aber seltsam. Irgendwie vertue ich mich da doch sehr leicht. Mit Hitboxen. In dieser Phase. Ja, nur nicht versuchen von zwei Seiten gleichzeitig auszuweichen. Okay, der Boss hat bisher zwei ätzende Formen. Ätzend, 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 ätzend. Was ist das jetzt? Ach nein, nicht das hier wieder. Ich sehe es kommen, irgendwann werde ich hier dumm getroffen. Naja. Solche Sachen sind ja nicht gerade schwer, aber nicht unbedingt mein Ding. Ich mag es einfach nicht, sowas. Ne. 2, 1, sehr gut. Ah ja, jetzt kommt das hier wieder. Autsch. Und es läuft schlechter als letztes Mal. Uff. Naja, Spiel nicht legen. Wow. Der Versuch wird nix. Sowas von nicht. Ich denke echt mehr zu cheaten. Noch stärkere Cheats zu aktivieren. So. Hier müsste ich jetzt theoretisch doch besser ausweichen können, wenn ich hier so eher am Rand bin. Weil ich weiter entfernt bin von dem ganzen Scheiß. Ja. Funktioniert soweit auch ganz gut. Hier am Rand ist das schon wesentlich besser. Und jetzt kann ich hier sterben, Welle 9. Ne. Wie sieht das aus? Nee, da gibt es auch keinen Ort, wo man sicherer ist. Du Cheats. Machen wir das hier noch. Kann ich euch dafür handicapt noch ein bisschen? Geschwindigkeit wieder plus, nein. Kugelräumung wäre Schwachsinn, nein. Muss ich mich hiermit mal zufrieden geben und noch einen Versuch starten. Und wenn es dann nicht klappt, mache ich mal was anderes. So. Du bitte. Nochmal 5% langsamere Geschosse. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Wir sind jetzt um 30% langsamer insgesamt. Fast ein Drittel. Ja. Yep. 4, 3, 2, 1 und Ende. Okay. Ich würde gerne die Anzahl meiner Bomben reduzieren, wenn ich das könnte. Warum kann ich nicht sagen, nur eine Bombe? Oder gar keine Bomben. Ich noch ein bisschen tricksen. Mit dem Punktmultiplikator. Ich finde es aber auch irgendwie schade, dass der Pazifisten-Mode keinen Bonus beim Score gibt. Das ist echt ein bisschen gemein. Ach,
Na, schauen wir, ob ich trotzdem irgendwie auf 3 Sterne komme. Ich bezweifle es sehr, aber hey. Da. So. Und hier stehen. Und das Spiel laggt wieder ein bisschen. Sonst ist es stockt so minimal zwischendrin. Time up. Da. Gott. Nicht nett. Zumal das Ding normalerweise ganz schön schnell ist. Wenn nicht gerade die Geschwindigkeit um 30% reduziert. Ja, 5% bringen leider nicht so viel. Genau, jetzt kommt die erste Assi-Form. So. Hep. Wie lange noch? Schon 2-1, yes. Ohne Gegentreffer. Was kam jetzt? Ah, ich weiß es. Hep. Wieder dieser Spaß. Das macht mich immer so nervös, ja. Nein, ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Da. 4. 1, 2, 1. Und Ende. Und sind die wohl jetzt hier nochmal. Okay, die sind jetzt wirklich langsam. Aber ich finde, diese Phase hier ist definitiv die spaßigste. In dem Kampf. Ja, doch. Diese Phase hier ist cool. Wow. Knapp. Und das war dumm. Ne. Einmal getroffen. Und wieder hier zur Seite. Das ist jetzt wirklich super langsam. Aber auch super. Klaustrophobie, ey. Na, diese großen roten stören mich. Ja doch, die großen roten stören mich. 2-1. Und jetzt für die absolute Bullshit-Attacke. Nee, keine Ahnung, wie man das hier konstant schaffen soll. Das erscheint mir doch ein bisschen arg sehr übertrieben. Alter, das ist doch lächerlich übertrieben hier. Hör doch bitte auf. Ich glaube, die 10. Welle ist die letzte wahrscheinlich. Was tust du? Danke für die nicht vorhandene Vorwarnung, du Arsch. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.